Es war sein erstes Tor für Fürth und der Führungstreffer gegen Paderborn. Als Verteidiger stand Gianluca Itter bisher nur einmal auf der Torschützenliste. Damals, 2018, noch für die Wolfsburger U19. Der Torjubel ist also inzwischen etwas eingerostet. Komisches Gefühl, muss ich sagen. Ich glaube, man hat es auch beim Jubel gesehen. Ich wusste nicht genau, wohin mit mir. Ja, aber cooles Gefühl, einfach mal endlich das erste Tor geschossen zu haben. Wäre ich heute nicht mehr so aufgezogen von anderen. Die Zeit der Witze ist also vorbei. Lob gibt es für den Treffer, auch vom Trainer, nach der einstudierten Standardsituation. Im Abschlusstraining, bei dem ihr ja nicht dabei seid, haben wir da ein paar Optionen mal genauer durchgesprochen und haben uns dann für diese Option auch entschieden. Und die Jungs haben es dann auch relativ gut umgesetzt, auch wenn es dann der zweite Ball war. Und dass er dann da steht und das auch noch mit seinem eher verkrüppelten rechten Fuß macht, ja, das hat uns sehr für ihn gefreut und man hat es ja auch gesehen an der Feier von den Mitspielern. Zornigers Kritik am Torhüter wegen des Patzers im Paderborn-Spiel ist inzwischen kein Thema mehr. Beim Training herrscht wieder gute Stimmung. Nach Zornigers Entschuldigung meldet sich aber auch der Fürther Sportgeschäftsführer noch einmal zu Wort. Er ist sehr emotional und ich bin auch emotional. Und ich glaube, Emotionalität gehört einfach zu unserem Sport dazu. Und Größe hat er gezeigt, indem er einfach das reflektiert hat und sagt, okay, das war jetzt vielleicht ein Stück weit überzogen in der Art. In der Sache, glaube ich, war es okay. Das muss so ein junger Spieler auch aushalten. Nach dem aufregenden Wochenstart bleibt jetzt wieder Zeit für Training und Fokus. Und zwar auf den nächsten Gegner. Jan Regensburg ist mit 2 Niederlagen und 1 Sieg in die Saison gestartet und empfängt am Freitag die Spielvereinigung. Ist für mich kein klassischer Aufsteiger, weil sie auch lange in der zweiten Liga gespielt haben. Haben einige erfahrene Spieler geholt, Pröger unter anderem. Und es ist schon eine eklige Mannschaft. Also wird ein körperliches Spiel und ja, müssen wir schauen, dass wir dagegenhalten. Noch ein Spiel, dann geht es bis 15. September erstmal in die Länderspielpause. Die Aufgabe ist also klar. Wir freuen uns natürlich, ja, dass den kurzen Weg so viele Glibblatt-Fans mitmachen. Wir wollen ihnen natürlich einen Dreier schenken, das ist die klare Ausgangsbasis. Regensburg weiß, das haben sie ja auch schon im Heimspiel daheim bewiesen, in beiden Heimspielen, sowohl gegen Ulm als auch gegen Bochum, dass sie daheim in der Lage sind, Punkte oder Runden zu holen. Da hauen wir jetzt nochmal alles rein und dann wollen wir den bisher guten Start dann richtig vergolden nochmal. Nach dem Drama Anfang der Woche soll es spätestens beim Spiel am Freitag um 18 Uhr wieder nur um den Fußball gehen. Und das mit einem ausverkauften Gästeblock im Jahnstadion und 2000 Kleeblatt-Fans. Und vielleicht bekommt Gianluca Itter ja wieder die Chance, um seinen Torjubel weiterzuüben.